Hallo zusammen, willkommen zurück zu Diablo 4 und wir haben an dieser Stelle zuletzt aufgehört. Bei Erzkicker ist nach wie vor Start mit seinem Totenbeschwörer. Und was ist hier? Was ist denn hier? Ach, das ist die Quest oder wie? Okay, dann gucken wir uns doch mal an, was da so abgeht. Ja, wir sind inzwischen auf Level, wo sehe ich das nochmal hier? Level 9. Geht ja recht schnell, ne? Und vor allem mit den 20% Bonus. Von der Weltstufe 2. Sprecht mit dem Wachkommandanten. Na gut, wir sprechen mal mit dem Wachkommandanten. Und hier sind wieder einige Leute. Ich bin noch nicht bereit. Das ist schon die nächste Stadt hier. Schon wieder eine Bastion. Ich müsste mal die Teleportpunkte mal freischalten. Ich bin auf der Suche nach einem Horadrim namens Donan. Ein alter Freund schickt mich. Donan, mit der Donuts. Um diese Uhrzeit ist er sicherlich in der Bastion. Sprecht mit der Wache an der Tür. Wieso werde ich nicht gleich dahin geschickt, anstatt mit dir erstmal zu quatschen hier? So, wartet mal ganz kurz. Gibt es hier keinen Portpunkt eigentlich? Sehe ich gerade gar nicht. Was war denn eigentlich hier? Habe ich vergessen, den Portpunkt freizuschalten. Das müsste ich noch machen, oder muss ich sowieso hin? Wo ist denn der Donan? Da. Der Donan mit dem Donuts. Nee. Aber wenn ich schon hier bin, kann ich mit dir gleich mal quatschen. Den gesamten Rumsch. Gewöhnlich. Weg damit. Und dich machen wir auch mal platt hier. Was habe ich denn da eigentlich noch in meiner Tasche? Habe ich irgendeine Questbelohnung gekriegt? Wiederverwertungsruhe. Auswahl an Material, wiederverwertbarem Zeug. Ja, okay, nur das und Claymore. Oh, wir haben hier so ein krasses Schwert. Das ist auch wieder so ein Einhandding. Und achso, wir haben jetzt das Ding verkauft hier. Falsch rum, so rum. Du kommst hier rein. Andere behalte ich mal sicherheitshalber. Wer weiß, und was ist eigentlich hier für ein Ding? Du bist der Heilerin. Ja, du heilst mich kostenlos, dann immer her damit. Aber das ist jetzt, weiß ich gar nicht, ob ich es gebraucht habe. Da, Ritter der Reue. Ritter des Rechts. Chip und Chap. Ich habe eine dringende Nachricht von Donan. Er ist mit seinem Sohn oben in der großen Halle. Haltet euch kurz. Mach doch gleich die Tür auf die Nase hier. Wieso muss ich mit dem überhaupt quatschen? Na gut. Große Halle. Wo ist denn dann der Donan mit seinem Sohn? Mit seinem Sohnen. Vater, ich sollte mit den anderen Rittern auf dem Feld sein. Warum so eilig, mein Junge? Ich habe einige meiner alten horadrischen Folianten gefunden. Bleib hier und wir gehen sie zusammen durch. Ich kann einige mitnehmen. Ja, einige ein bisschen lesen, anstatt zu kämpfen, ne? Ich hab Gast! Donan mit dem Sohn. Wir reden später weiter. Wieso hörst du dich jetzt anders an? Benötigt ihr etwas? Ich bringe Nachricht von Lorath. Ah, das ist mal ein Name aus einem anderen Leben. Ist der alte Mann nun endlich vom Berg gestiegen? Mit einer Warnung. Ein uraltes Übel zieht umher. Die Dämonin. Lilith. Und woher genau wisst ihr das? Seid ihr und Lorath auf etwas gestoßen? Vielleicht hängt das mit dem zusammen, was ihr gesehen habt, Vater. Ja, dazu wollte ich gerade kommen. Es gab einen Vorfall auf meinem Anwesen. Vielleicht sollten wir das dort besprechen. Geht hin und macht euch selbst ein Bild. Ich komme in Kürze nach. Dann können wir weiterreden. Was deine Bitte betrifft, geh nach Breistak und sei vorsichtig. Bleib dicht bei den anderen Rittern der Reue. Werde ich. Keine Sorge. Oh, Donan, was hast du hier noch alles zu erzählen? Was jetzt Verhältnis habt ihr zu Lorath? Wir haben in den letzten Jahren nicht oft miteinander gesprochen. Aber wir haben eine gemeinsame Vergangenheit. Wir sind Brüder der Horadrim. Ich bin wahrscheinlich der einzige Freund, den er heutzutage hat. Beziehungen sind nicht gerade seine Stärke, wie ihr bestimmt bemerkt habt. Ja doch, mit uns ist er jetzt auch mehr als befreundet. Unser bester Freund hier im ganzen Spiel hier. Könnt ihr mir mehr über den Zwischenfall erzählen, Donan? Es geschah erst neulich, tief in der Nacht. Zuerst dachte ich, es sei ein Albtraum. Aber leider war dem nicht der Fall.
Ich muss hier noch ein paar Dinge erledigen. Dann können wir im Anwesen weiterreden. Aha. Wisst ihr Bescheid? Der Donan mit seinem Sohnen war sehr aufschlussreich. So, wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Dunkle Omen. Ah, da um die Ecke. Sehr gut. Dann gehen wir doch mal hier. Ich bin nicht bereit. Ja, ich bin aber bereit. Erzählen wir doch nichts. Wir gehen hier direkt mal raus. So. Der Donan sagt, der Lorat wäre nicht so gesprächig und so. Ich fand ihn voll cool. Für einen alten Soldaten. Ja, aber natürlich. Wie kann ich dir denn was geben? Was hier bitte? Ich danke euch, Wanderer. Du gehörst doch zu Lilith, oder? Das ist eure Geschichte. Ich wurde in den Tagen der Asche verwundet. Ich habe die Flamme des Dämons berührt. Damals dachte ich, ich sei mutig. Ich spüre immer noch, wie das Feuer über meine Hände tanzt. Die Haut verbrennt. Jede Berührung schmerzt. Außer bare Münze. Außer bare Münze. Das war ein geiler Witz, mein Freund, ja. Welche Verbrennung überhaupt? Du hast gar keine. Ach, du hast doch nur übers Ohr gehauen, um ein bisschen Klimpergeld zu kommen hier. Schämst du dich nicht ein bisschen? So. Und hier ist eine Deli. Was ist das hier? Wieso läufst du denn hier? Was für eine Verschwendung von Wissen. Ihr wirkt bedrückt. Seht euch das an. Diese Steintafeln enthalten einige der frühesten Schriftstücke meiner druidischen Vorfahren. Alle zerstört. Du bist aber nicht so dick wie die anderen. Die Tiere im Grasland von Gothmar sind kürzlich in eine Raserei getrieben worden. Sie zerstören unsere Runentafeln oder fressen sie sogar. Wow. Ich will die Kreaturen nicht beschuldigen, aber wir müssen unsere Geschichte schützen. Ihr erkennt doch sicher ihren Wert. Bitte, rettet, was immer ihr könnt. Ja, ja. Wir retten alles, natürlich. Ja, ich möchte jetzt nicht mehr weiter mit dir quatschen. Du hast eine Quest gegeben. Das reicht. Ich möchte hier mal weiterkommen. Oh, hier ist ein Grizzlybär, Leute. Bam. Da war ein Grizzlybär. So, dann gucken wir doch mal hier. Wo kommen wir jetzt hier zur nächsten Quest? Hier um die Ecke abbiegen. Einmal abbiegen, bitte. Genau, und kommt zum Feuerbruch-Anwesen. Ja, hier wird man von einem ab zur nächsten geschickt, oder? Ist das gar keine Stadt hier? Nö, ist gar keine Stadt, oder? Doch, hier sind irgendwelche People am Start. Am Arbeiten oder was die machen, oder Rumlungern. Am Rumlungern sind die hier. Ah, da bist du. Bediensteter Wilfred. Willkommen im Feuerbruch-Anwesen, Reisender. Danke, danke. Ich bin wegen des Vorfalls hier. Donan gab mir die Erlaubnis, mich umzusehen. Vorfall? Der Vorfall, ja. Mehr hat er nicht gesagt. Er muss sein Arbeitszimmer meinen. Dort ist etwas Beunruhigendes geschehen. Ist seine Blumenvase umgefallen, oder was? Mach mal die Tür auf hier. Was ist denn für ein Arbeitszimmer überhaupt hier? Was ist denn das hier für eine Action? Ja, hey, ja, hallo, du bist am Lesen. Kannst du mir was vorlesen, bitte? Hallo? Nee, red nicht mit mir. Na gut, dann gehen wir weiter. Oh, Donans Arbeitszimmer ist im Keller. Aha, da will er seine Ruhe haben wahrscheinlich. So, dann gucken wir doch mal, was hier, was gibt's denn hier so zum Lesen. Hier, interagieren mit dem Buch. Ne, oder hier. Ah, Liliths Blüten, Blutblüten, Blutblüten. Oh oh. Haben wir gleich eine Vision wieder? Schaut's aus. Jemand beschäftigt. Lass mich ein. Das war nicht ich. Ich lass dich. Ey, pass auf, das ist doch bestimmt Lilith.
Ich weiß, wer ihr seid. Und ich kenne euch, Donan. Alt, müde. Mit jedem Tag rücken eure besten Zeiten weiter in die Ferne. Was wollt ihr von mir? Astaroth. Er ist tot. Astaroth kann nicht vergehen. Zumindest nicht durch euch. Was habt ihr mit ihm gemacht? Hinfort, Dämonen. Ich verweigere mich euch. Na komm. Seit wann seid ihr so schwach? Aber echt, ey. Ich kann euch wieder zu alter Größe verhelfen. Ja, das ist doch ein unwiderstehliches Angebot. Kehrt in die Dunkelheit zurück, aus der ihr kommt. Hinfort, sagte ich! War eine coole Sache, ne? Der Donav hat. Ein Signalhorn. Was ist jetzt passiert? Der Donan, der ist cool. Der hat hier tatsächlich widerstehen können. Der sexy, wunderbaren Lilith. Was ist jetzt passiert? Oh, sind alle Gegner hier jetzt. Hier sind ganz schön viele Gegner, die werden belagert und machen wir doch mal ein bisschen Action hier, ne? Würde man sagen. Yes. Oh, der hat aber ausgeteilt hier. Der hat mal ausgeteilt. Der Bruder. Hier ist alles umgeschmissen, alles kaputt. Gab's wahrscheinlich deswegen eine Zwischensequenz, weil hier das als alles gegnerisch ist. Sehr gut, alles weglatschen, alles niedermachen. Ja. Oh, der steigt mal wieder aus hier. Mega, das tut Glanz. Jack, Jack, weg ist er. Ja, gib mir mal Level up. Oh, guck mal hier. Oh, meine ganzen Viecher sind down schon wieder, ey. Ja, jetzt aber. So schaut's aus, letzte Orgie hier. Der hat wahrscheinlich auch so ein unwiderstehliches Angebot von der Lilith gekriegt, oder? Geh mal davon aus hier. Noch eine Handtasche, auch mal beim Tour. Ja, ich hab schon wieder keinen Mobs mehr hier. Die gehen viel zu schnell down, Mann, Jungs. Bam, Stufe 10. Was bist du denn? Steht's hier an der Leiche rum oder was? Alles klar. Da. Damit ist Ruhe eingekehrt hier. Besiegt die angreifenden Ziegenmenschen. Wir sind doch jetzt besiegt. Wo ich sind die denn? Mehr Zeit. Ach, da ist die Quest abgeschlossen. Okay. Machen wir erst einmal einen Punkt hier bei Beherrschung von Skelettkriegern. Machen wir noch einen Punkt danach rein und dann. Ziegenmenschen. Sie haben sich noch nie so nah an das Anwesen gewagt. Ja, das ist jetzt war ja auch nicht hier, ne? Wurde sie von Liliths Gegenwart angezogen. Ich sah eine Vision von ihr in eurem Arbeitszimmer. Was sagt ihr? Eine Vision? Ich verstehe nicht ganz wie, aber es ist nicht das erste Mal. Ihr steckt ja voller Überraschungen. Kein Wunder, dass ihr Lorats Aufmerksamkeit erregt habt. Nun. Jetzt versteht ihr meine missliche Lage. Die Tochter des Hasses in meinem eigenen Haus. Sie muss außer sich sein, dass ich sie verstoßen habe. Wer sind die anderen auf dem Gemälde an eurer Wand? Warum fragt ihr? Lilith verschwand, nachdem sie sie sah. The Fane und Erida. Die Druiden, die mir einst halfen, Astaroth zu töten.
Ja, ja, ihr seid vielleicht auf der richtigen Spur. Ich habe mich ihr widersetzt, also will sie sie vielleicht als nächstes befragen. In den Dörfern nahe der Druiden sind Ritter stationiert. Wenn Lilith sie passiert hat, müssen sie sie gesehen haben. Donen hat eine ganz bekannte Synchronstimme. Ich überlege gerade, welche deutsche Synchronstimme das ist. Übrigens schaut der Ritter hier echt ganz cool aus, ne? So, Donen, red mal mit uns. Vielleicht fällt uns dann ein, welche Stimme du hast. Ich muss mich um die Toten hier kümmern. Hätte ich gewusst, dass sie in Gefahr sind, hätte ich das Anwesen abgeriegelt. Verfluchte Lilith. Sie hat ihnen das angetan. Mhm. Lilith scheint nicht zu glauben, dass ihr Astaroth vernichtet habt. Natürlich nicht. Dämonen sind arrogante Kreaturen. Sie würde niemals akzeptieren, dass unser eins Astaroth besiegen könnte. Ihr macht zu schaffen, warum sie nach ihm sucht. Was will sie? Astaroth stammte aus dem Reich des Hasses, dem Ort, den Lilith einst ihre Heimat nannte. Vielleicht liegt dort die Antwort. Ich muss darüber nachdenken. Ja, denk mal ein bisschen schneller und ich denke die ganze Zeit nach, welche Synchronstimme du Nasenbär hast. Erzählt mir von Iridar und Naphain, wer auch immer. Sie waren einst wie Bruder und Schwester für mich. Aber das Leben hat uns auf unterschiedliche Pfade geschickt. Iridar wird von ihrer Mission verzehrt, über die Toten zu wachen. Ich sehne mich nach einer Zeit, in der wir über alte Geschichten sprechen, so wie früher. Mhm. Und Naphain. Nun, es ist schade, dass er so bitter geworden ist. Er lebt wie ein Einsiedler tief im Wald, weigert sich, mich zu treffen. Ja, warum habt ihr die Kathedrale nach Skosglen gebracht? Die Menschen loben oder verfluchen mich für diese Entscheidung. Es gibt keinen Mittelweg. Druiden wie Naphain glauben, ich hätte ihr Land den Rittern der Reue geschenkt. Glauben sie, ich hatte eine andere Wahl? Nach den Tagen der Asche brauchten wir Hilfe, um Skosglen wieder aufzubauen und zu beschützen. Die Kathedrale war bereit und willens. Okay, mein Freund. Ich bringe düstere Neuigkeiten von den zersplitterten Gipfeln. Ratmar ist tot. Ich überbrachte Inarius die Prophezeiung, um ihre wahre Bedeutung zu entschlüsseln. Ich hätte nie gedacht, dass er deswegen seinen Sohn töten würde. Und jetzt befindet sich genau das, was er wollte. Dieser infernale Schlüssel zur Hölle in den Händen von Lilith. Er muss mit ihrer Suche nach Astaroth zusammenhängen. So, ihr Lieben, wenn ihr wisst, welcher Synchronstimme das ist, könnt ihr mir gern in die Kommentare mal reinschreiben. Und ich werde mal hier mal ein Portalchen aktivieren. Yeah. So. Okay, da ist eine Deli, das holen wir uns nochmal schnell hier. Schau mal, was der Deli-Mensch hier so zu sagen hat. Der Bedienstete Wilfred, gib mir mal Text bitte. Ihr seht besorgt aus. Beim Angriff auf das Anwesen wurden viele verletzt und unsere Heilvorräte sind beinahe aufgebraucht. Eine auch. Bitte, könntet ihr nach Carrigar reisen und Cormen, den Alchemisten, bitten, alles zu schicken, was er schicken kann. Und sagt ihm, er soll sich beeilen. Jeder Moment zählt. Aber klar doch, wir machen doch alles. Wir nehmen jede Quest an und alles wird hier ausgeführt und hier ist Gold. Okay. So, ihr Lieben, dann schauen wir mal. Wir gehen jetzt hier zu der nächsten Quest und würde mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao.